Hallo YouTube, wir kommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einige Spiele aus, 4 für die PlayStation 4 und 3 für die Xbox One. Das sind Spiele, die habe ich mir zum Geburtstag gegönnt. Ich hatte am 7. oder habe am 7. Juni Geburtstag. Und ja, die waren halt teilweise günstig im Angebot und dachte mir, nehme ich mir nochmal für meine Sammlung auch mit, weil ich die ein oder andere Fassung haben wollte dafür. Und ich würde sagen, wenn euch ein Spiel interessieren sollte, ich werde euch zu jedem Spiel auch einen Trailer unten in die Videobeschreibung verlinken und würde sagen, wir fangen an mit dem Unboxing. Nie Automata tun wir aber erstmal aus Seite. Wir fangen erst an mit der Xbox One. Da habe ich mir einmal Okami HD gekauft für die Xbox One im Saturn für 9,99 €. Und Okami HD habe ich ja schon für die PlayStation 4. Ich habe auch die Switch-Fassung aus Japan extra importiert, weil ich dieses Spiel echt liebe. Der Anfang ist etwas zäh, aber wenn er das überstanden hat, bekommt er echt ein gutes Spiel mit der Göttin Amaterasu. Satsu, wie hieß die Amaterasu? Ich weiß den nicht, ich vergesse den immer. Ich hätte auch letztes Jahr fast die PlayStation 3-Fassung aus Japan bekommen. Die hat ja deutsche Bildschirmtexte. Die habe ich auf eBay gekauft aus Deutschland. Die ist aber auf dem Postweg verloren gegangen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Vielleicht bekomme ich sie auch irgendwann mal. Ja, optimiert für die Xbox One Ultra HD. Ein Spieler natürlich. Und Impulse Trigger steht hier. Von Capcom hat natürlich deutsche Bildschirmtexte. Das Original für die PS2 habe ich natürlich auch. Und auch die Wii-Umsetzung habe ich. Aber für 9,99 €, ihr kennt mich, nehme ich das noch gerne für meine One-Sammlung mit. Ich kaufe mir gerne Spiele auch mal für andere Systeme, wenn ich sie auch habe schon. Und wundert euch nicht, dieses Klebeband habe ich eben beim schon mal Vorbereiten geöffnet. Ist mir da ein bisschen kaputt gegangen. Das kriegst du aber noch nicht raus. Ne? Das ist ärgerlich. Ah doch, da war noch Folie. So sieht die Spiele-Disc aus. Ich weiß gar nicht, sieht die auf der PS4 jetzt anders aus? Ne, so rum. Bin ich denn blöd? Nee, so war es doch. Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Machen wir die Klebestreifen weg. Und für 9,99 € nehme ich das gerne nochmal für die One mit. Für meine Xbox One-Sammlung. Solche Spiele muss man kaufen, um die Verkaufszahlen zu steigern und eventuell mal einen weiteren Teil zu bekommen. Auf jeden Fall ist es echt eine Perle, in meinen Augen. Dann haben wir hier Mittelerde Shadow of Mordor, die Game of the Year Edition. Ich hatte das Spiel damals als Digitalcode bei meiner Xbox One S dabei. Habe ich aber verkauft, weil ihr wisst, digital ist nicht meins. Das Spiel habe ich jetzt in dieser Fassung beim Shop auf Amazon gekauft. Auch für 10 € war es, glaube ich, gewesen. Oder waren es 11? Ich glaube 10. Ist die Game of the Year Edition. Die bekommt im Moment aber auch bei Saturn für 10, 11 € und gibt es neben der One auch für die PS4. Und hat ja das Kampfsystem von Batman ein bisschen kopiert, soll aber sehr gute Herr der Ringe-Spiele sein. Und die wollte ich immer haben, gerade weil man kann die Orks besiegen und dann noch ein bisschen verspotten. Dann gibt es da so einen Modus. Finde ich richtig cool, dass sie sich ja nochmal rächen wollen. Wollte ich immer haben, gab es ja damals auch für die PlayStation 9 und Xbox 360, aber die Fassungen waren jetzt nicht so gut umgesetzt. PS4 und One-Fassungen sind aber top. Ja, und die Game of the Year Edition musste ich dann nochmal haben. Beziehungsweise ich habe das Spiel ja gar nicht. Musste ich dann haben. Bei uns ist das Spiel ab 16, PG 18, warum weiß ich gar nicht. Wurde von Warner Bros. Vertrieben und die Hülle ist ein bisschen wellig, aber gut. Ich glaube, hier ist sogar alles auf Disc dabei. Allerdings hier habe ich auch die Folie ein bisschen vorbereitet. Ja, hier haben wir dann die Spiele-Disc. Sprache ist natürlich auch in Deutsch. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Ja, sowas wie eine Anleitung. Riecht auch sehr gut. Und dann haben wir noch Werbung für Batman. Arkham Knight. Ein cooles Batman-Spiel, aber das ist das einzige Batman, wo ich mich nicht so reingesteigert habe, irgendwie. Obwohl es cool ist. Mad Max ist auch sehr gut. Muss ich mal weiterspielen. Das ist ja auch eine Game of the Year Edition gekommen, aber da weiß ich jetzt nicht, ob die ganzen DLCs auf Papier nur sind. Weil das ist mir dann nicht jetzt unbedingt 30 oder 40 € wert. Wobei, ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Dann haben wir hier die Fortsetzung in der Definitive Edition. Mittelerde, Schatten des Krieges. Soll auch sehr gut sein. Hier haben wir dann auch alle Inhalte mit dabei. Und da steht es dann am Spiel, die Definitive Edition von Mittelerde, Schatten des Krieges. Den Preis gewinnen Moonloom Studios. Ja, neue Nemesis-Erweiterung Sturm der Schlechter, Nemesis-Erweiterung Stamm der Gesetzlosen, Story-Erweiterung Galgads Klingel und, und. Optimiert für die Xbox One Ultra HD 4K, High Definition Rage, Xbox Einspiel, Xbox Live Multiplayer. Es ging, glaube ich, auch Multiplayer. Aber nur, glaube ich, online. Ja, gucken wir mal rein, ob wie das aussieht. Auch ab 16 Jahren freigegeben bei uns. Ich weiß gar nicht, ob das für Warner Bros. Jetzt ein Erfolg war, der Titel hier, weil ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so mit beschäftigt. Aber auch alles auf Disc, so muss das sein, so liebe ich das. Was leider bei mir jetzt nicht der Fall ist, aber da wusste ich das. Aber ich wollte, es hat nur
13,99 oder so gekostet, 14,99, 14,99. Und das war eins der Spiele, was ich mir bei diesen Days of PlayStation gekauft habe im Saturn. Und ich fand das Cover ansprechend. Ich habe hier die Collector Edition davon. Ach, ich mache hier die Klebestreifen nochmal, erzähl mal weiter. Und ihr seht das gar nicht. Ich mache da mal weiter. Aber auf jeden Fall gute Spiele. Ja, hier haben wir es nie auf dem Atari Game of the Year. Ich habe mir ja die Collector Edition damals davon gekauft. Und das Spiel ist Hammer. Hier haben wir jetzt nochmal die Game of the Year Edition. Aber ich hatte, glaube ich, auch dann Season Pass. Aber ich habe eh alles dabei. Aber das Cover hat mir sehr gefallen. Und ich dachte mir, komm, kaufst es dir nochmal für den Preis. Die Sammlung auch in der normalen Hülle. Und Nier Automata ist eh ein tolles Spiel. Und da kommt jetzt ein Remake von dem Vorgänger. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, der Menschheit zu Ehren. Ja, inklusive DLCs, Bonusinhalten für vollständige Erlebnisse des preisgekrönten Action-RPGs. Er ja, geht zu einem Spieler, Netzwerkfunktion wenn unterstützt, braucht 25,28 GB Speicherplatz, zur Archive 4-Version unterstützt, HD-Wiederausgang 720p, 1080p, 1080p unterstützt, Remote Play der PS Vita, sowie die PS4 Pro, dann sieht das Ganze nochmal schicker aus. Ja, und gucken wir mal rein. Ja, hier sind die DLCs. Das ist ja ein bisschen schade bei Square Enix, weil die ja immer die Blätter, das machen die aber bei jedem Spiel. Finde ich sehr schade. Aber wir haben ein Wendecover da drin. Muss ich mal gucken, ob ich das wenden werde. Bestimmt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die Disc genau dieselbe ist, aber wahrscheinlich. Und dann haben wir halt hier die DLCs. Ein Infoblättchen. Und dann noch was von Square Enix. Ja, dass sie das nicht. Ich weiß, es ist ja nicht so viel Aufwand, das auf Disc zu pressen. Das machen ja andere auch, aber es ist halt für die Geld sparen, ne? Und das ist ein bisschen schade eigentlich, weil. Ich denke, so Game of the Year Edition würden mehr gekauft werden, wenn die DLC alle auf Disc wären. Dann haben wir hier Air. Das hatte ich auch schon lange im Auge. Hat auch nur 10 Euro gekostet. Das ist sogar von Daedalic Entertainment. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja so eine Art Spiel wie Journey oder das mit dem Meer. Wie heißt das so mit dem Meer? Ich weiß es gerade nicht. Man taucht halt in eine Welt ein und ja, Abenteuer zwischen den Wolken. Und mysteriös ist das. Und man erreist die Welt praktisch. Und sowas finde ich immer toll. Und jetzt habe ich es mir endlich mal gekauft. Gibt es, glaube ich, nur für die PS4. Mir gibt es ja inzwischen auch für die One, aber leider nur digital. Wird es da eine physische Fassung geben, würde ich mir auch nochmal für die One kaufen. Weil Nier ist echt geil. Also ich kann es euch nur empfehlen. Und man muss es mehrmals durchspielen, um die Story zu verstehen. Wirklich. Also aus anderen Ansichten, muss man mal so sehen. Da ist nicht immer jeder der Böse, wo man denkt, der wäre böse. So. Leider kein Booklet oder sowas. Aber eine schöne Diss von der Gestaltung her, wie ich finde. So, das war dann er. Dann habe ich mir ja dieses Fate Extellio Link, wie man das ausspricht, für die PS4 gekauft. Gibt es auch für die Switch. Hat mich 21,99 gekostet und ist eine Art Warrior-Spiel. Wollte schon länger haben, aber habe ich mir dann noch nicht gekauft. Für den Preis habe ich es mal mitgenommen, weil die PEGI-Fassung, die kostet 40 Euro und die deutsche Fassung hat zum Glück nur 21,99 gekostet. Neue Servants, neue Kämpfe, neue Rivalen, kehre zurück auf das Lunar Battlefield. Enthält die original japanischen Stimmen mit englischen Untertiteln. Geht zu einem Spieler. Netzwerk sind 2 bis. Ich kann es nicht lesen. 2 bis 8 oder 2 bis 6 Spieler. Ich kann es nicht erkennen. Drauf 25 GB Speicherplatz. Archive 4-Version unterstützt. HD-Wiederausgabe 27p, 1080i, 1080p. Unterstützt Remote Play der PS Vita. Unterstützt Remote Play der PS Vita und PS4 Pro. Wenn ihr das noch nicht habt, aber Interesse habt, der erste Teil der Vorgänge, den gibt es auch für die Vita. Und auch für die PlayStation 4 natürlich. Aber auch für die Switch. Bei der Switch-Fassung sind aber die DLCs, die bis dahin erschienen sind, alle mit dabei. Dann haben wir hier eine schlichte DVD, genau, Blu-ray. Sieht aber echt schlicht aus. Ja, aber das Spiel macht bestimmt Spaß. Also den ersten Teil habe ich auf der Vita gespielt und der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn man diese Art von Spiele mag. So, machen wir das mal so hier. Ein bisschen ordentlicher. Boah, ich habe schon 9 Minuten. Und dann habe ich mir noch für 10 Euro, das gibt es bei Amazon, Steins;Gate gekauft, Elite. Das gibt es neben der PS4-Fassung auch auf der Switch. Ist ein Visual Novel-Spiel. Ich habe den ersten Teil für die PlayStation 3, den zweiten Teil für die Vita und den jetzt wieder für die PS4. Ich spiele den Anime, erlebe ein vollständiges animiertes Abenteuer, brandneue Szenen, die exklusiv für Steins;Gate Elite entworfen worden. Ja, hier ist aber noch ein Download dabei, da kann man entdecken in 10 neuen Geschichten eine neue Seite an allen Lore-Mitgliedern. Ja, ich glaube, bei der Switch-Fassung gibt es aber auch noch so einen Pixel-Modus. Also den gibt es hier nicht, aber den gibt es bei der Switch-Fassung. Ich glaube, die PS4-Fassung hat dafür auch einen extra dabei. Vielleicht den hier.
Ja, beide Spiele gehen zu einem Spieler, brauchen je 5 GB bzw. 4 GB UHD 4-Version unterstützt. Beide HD-Ausgaben ist 720p 1080i 1080p, unterstützt Remote Play DPS dabei und beide auch die PS4 Pro. Ja, sind wir also ein neues Spiel mit Anime-Szenen und ich liebe ja den Anime. Und deswegen muss auch das Spiel sein. Hier haben wir dann die Blu-ray. Und hier haben wir dann den DLC. Ist auch noch einlösbar. Ja, für 10 Euro. Da gab es auch eine schöne Collector-Edition, die habe ich damals verpasst. Aber die kann ich euch auch empfehlen, sehen. Und das waren halt meine Spiele in diesem Video. Und ja, es sind auf jeden Fall für mich persönlich alle interessant und alle gut. Also Nier Automata kann ich ohne Bedenken empfehlen. Okami, wenn ihr den ersten Abschnitt durch habt, kann ich empfehlen. Die Herr der Ringe-Spiele, wenn diese Kampfart von Batman mögt und Herr der Ringe-Fan seid, auch tolle Spiele. Dieses Fate-Spiel, wenn ihr diese Art Dynasty Warrior mögt und Fate-Fans seid auch gut. Und eher, wenn ihr so Reisen mögt und Journey und Erkunden, ist eher auch was für euch. Aber ich werde euch sehen, ich werde auch einen Trailer verlinken. Bedanke mich für eure Zeit und Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao!